Darf ich? Ich habe mir so ein Glöckchen besorgt, aber das hilft nicht so sehr. Jetzt ja. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister Windhorst, sehr geehrte Gäste, liebe Mitglieder des Kunstvereins. Bevor der Herr Windhorst die Begrüßung übernimmt, darf ich ganz kurz selber Grüße ausrichten, nämlich von Herrn Wertmann und seiner Frau Marin Heine-Wertmann, die natürlich beide leider nicht kommen können, weil die einfach mittlerweile so gebrechlich sind, die zwei, dass sie so einen Weg kaum noch schaffen. Herr Wertmann lag selber gerade im Krankenhaus, hat jetzt aber alles gut überstanden, er wird ja 90 dieses Jahr, geht ihm also gut. Wir waren letzte Woche dort, haben die Skulpturen abgeholt. Stellen Sie sich vor, es war ein wunderschöner Frühlingsnachmittag, die Sonne schien, es waren bestimmt gefühlte 20 Grad und wir liefen durch einen Skulpturengarten von wirklich toller Größe, durch den man schlendern kann, und dann habe ich irgendwie so aus dem Efeu heraus die ein oder andere Skulptur aus dem Garten gezogen, wie wir es vorher gesprochen hatten. Also wenn Sie noch so ein bisschen Erde irgendwo entdecken, das liegt da dran. Bevor es weitergeht, darf ich ganz stolz das hier einmal hochhalten, dass es auch jeder gesehen hat. Keine Angst, wir müssen ein bisschen weitergehen. Das reicht natürlich noch nicht, aber es ist natürlich schon mal ein toller Start für uns, jetzt wieder weiterzumachen. Es fehlt natürlich an jeder Ecke hier drin, das ist klar. Wir brauchen irgendwann ganz dringend ein neues Lichtsystem, das geht überhaupt nicht mehr, das fällt wirklich da oben fast auseinander. Wir brauchen auch einen neuen Staubsauger, habe ich festgestellt. Genau, einen guten brauchen wir. Ja, und für solche Zwecke steht dort drüben am Eingang rechts auch so eine alte, ich weiß nicht, was das ist, so eine riesen Patronenhülse, wo man eine Spende reintun kann. Also wenn der ein oder andere Lust hat und noch ein bisschen von gestern Abend übrig hat, der darf das da ruhig reintun. Ansonsten bedanke ich mich erstmal, möchte aber auch danken natürlich denjenigen, die geholfen haben bei der ganzen Ausstellung, Aufbau, Putzen, dass der Arbeitskreis des Kunstvereins, der sich ja neu gebildet hat, da wird sich noch viel tun in nächster Zeit. Bei Nikolaus Hippen natürlich, ohne den ich hier gar nicht wäre, das ist klar, der packt richtig mit an, das sind hier, ist hier eine halbe Stelle, die entleistet momentan ganz großartig. Dann darf ich weiterreichen an Herrn Windhorst. Ich habe schon viel Freude gemerkt.